Recht herzlich willkommen zur 34. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, letztes Mal in Orbit geschafft, Punkte gekriegt und die wollen wir jetzt mal irgendwie gucken, dass wir die einsetzen, ne? So, was war unsere Idee? Ich weiß es gar nicht mehr. Erstmal hier, da brauchen wir 45 Punkte für. Flight Control ist das. Da gibt es Winglets, Reaction Wheel, Small Inline Reaction Wheel und ein MK1 Inline Cockpit. XMG50 Radial Air Intake, Swapped Wings, Tail Fin, Tail Connector A, Delta Deluxe Winglet, Wing Connector Type B, Elevron 1. Ja, und die anderen Teile alle auch. Das ist alles hier Fluggerät. Hier haben wir diesen Turb für die etwas schwereren Raketen dann. Rocomax Brand Adapter. Ich glaube, dann gibt es einen dicken Tank, den man da drunter schrauben kann. Das verjüngt die Rakete. Der ist dann der Decoupler. Das ist ein struktureller Teil. Und hier eine Verbindungseinheit. Hier ist der Fuel Tank. Ja, das sind ja, glaube ich, die normale Einheit, ne? Die Größe. MK5 Fuel Engine. Und da ist nochmal ein Liquid Fuel Engine. Sehe ich gerade nicht so richtig, wo der einzuordnen ist. Maximal Thrust, ich glaube, das ist ein kleines Triebwerk, ne? Ja. Hier, das war doch ein... Ja, genau. Ein schwaches Triebwerk. Gut. Wir hätten hier jetzt noch die Möglichkeit... Nein, haben wir nicht, weil wir zu wenig Punkte dann haben. Photovoltaik-Panels sind hier. Was wäre hier? Das ist, glaube ich, der Adapter. Kann man jetzt hier schlecht auf dem Bild erkennen. Von 3 auf 1, ne? Was haben wir hier? Storage Container. Barometer. Und hier sind die Außenstufen. Ja. Das heißt, wir müssen uns zwischen drei Dingen entscheiden, ne? Und ich glaube, wir hatten schon mal so angesprochen, dass dieser Tank hier für uns wahrscheinlich das Entscheidende ist, ne? Aber ja, genau, oder? Ja. Ich glaube, wir nehmen den. Gucken aber gerade einmal weiter. Hier sind noch zwei Antriebe, die super sind. Da ist auch noch was mit Antrieb. Aber das ist ein kleines. Und hier sind Tanks, ne? Ja, um da weiterzukommen, muss man beide haben. Ich denke, wir nehmen den, weil hier der Tank ist und haben wir jetzt genommen. Jetzt haben wir noch 20 Punkte, hier müssten wir 70 zu haben, für das nächste hier sind 25. Ja, das wäre auch nicht schlecht hier, ne? Das wäre vielleicht der nächste Schritt, glaube ich. Ja, würde ich sagen. Gut. Dafür müssen wir jetzt erstmal Aufträge rankarren. Explore the Moon, was muss man denn machen? From the surface. Da muss man gleich da landen. Na.
Test MK55 hat Liquid Fuel Engine at the Launch Site. Den nehmen wir doch schon mal gleich ins Programm. Und da müssen wir fliegen. Suborbital Trajectory over Furban. Mhm. 80 bis 94.000 Meter brauchen wir da. Würden wir also schaffen. Solid Fuel Booster. Oh oh. Der macht dann natürlich Power, ne? Ist klar. Wäre dann zu überlegen, ob man das da oben beherrschen kann, ne? Zwei Touristen. Hier wäre nochmal Orbiting und dann sollen wir diesen TR2C Stack Separator testen. Eigentlich spricht das dafür, ne? Da müssen wir noch eine gewisse Höhe haben, um den Test zu machen. Ja, könnte ein Ziel sein, ne? Gut. MK55 at the launch site. Das ist also nicht so schwer. Das sollten wir mit hinkriegen. Gut, dann zurück und hier hin. MK55. Ach, der. Nee. Wer ist denn das, bitteschön? Da. Hm. Ja, was machen wir mit dem Ding? Ich glaube, wir laden erstmal eine Rakete, und zwar die Orbit. Talrakete, diese. Und für diesen Test müssen wir jetzt die Teile da dran machen. Wie groß ist denn sowas? Okay. Kriegen wir die dazwischen? Würden wir auch dazwischen kriegen. Nee, der sieht nicht gut aus. So sieht's besser aus, ne? Das wären die. Schon mir fragen, ob das in irgendeiner Form funktioniert. Ich würde den jetzt mal entfernen und die drei dann benutzen. Die muss dafür ein bisschen tiefer. Passt. Ja, kann noch einen Tacken. So, dafür geht es. Die beiden, ne, die drei gehen an. Und die auch. Und die sechs an. Wenn der leer ist, geht der weg. Ich habe keinen blassen Schimmer, ob diese drei Dinger das schaffen. Warum soll man es nicht testen, oder? V2. Speichern und Crew. Der Ingenieur sitzt da wieder dran, ne? Immer der Ingenieur. Und speichern. So, Teile ist klar, dann gehen wir mal dahin. Sitzt da dann der Pilot drin? Ja. So, und dann können wir ja hier schön sofort auf die Startrampe. So, das wäre schon mal das Richtige. Das ist schon erfüllt in dem Sinne. Ach Gott, ich muss das Teil erstmal reinbauen, ne?
Oder habe ich den? Nein. Test TR66, das war ja wieder gut gelauft. Ja. War jetzt nicht so die Idee, aber okay, passiert schon mal. Aber ich glaube, man kriegt da auch alles wieder. Und wenn nicht, haben wir halt Pech gehabt, ne? So, den ersten nochmal ausgerüstet. TR2C Stack Separator. Wo war der? Das ist die gute Frage, ne? Ah, das ist er wohl. Okay. Och Gott. Ja. Ist nur die Frage, wo wir den hinsetzen, ne? Den sollen wir bei einer bestimmten Höhe testen. Aber wie? Das würde ja bedeuten, das müsste hier irgendwo zwischengebastelt werden, oder? Ich weiß nur nicht, ob der hält. Nee. Oder? Wir brauchen einen Orbit in der Höhe und dann können wir den testen. Ist nur die Frage, ich glaube, den Orbit haben wir da noch gar nicht. Hm. Das würde ja schon wieder bedeuten. Wie kann man den wo dran bauen, ne? Würde da dran gehen. Kann ich ihn da trennen und dann testen? Hier so ein nee, irgendwie ist es das nicht. Den Kraftstoff ja für. Wie teste ich den am besten? Gute Frage, ne? Ne, das Triebwerk brauchen wir noch. Das weg, den. Weg den rein. Den dort zwischen. Und da kommen wir mit hoch, würde ich sagen. Da müssen wir da schon eine richtige Höhe haben. Haben wir aber letztes Mal, glaube ich, nicht so wirklich gehabt, ne? Da war schon fast aufgebraucht alles. Also wenn wir den jetzt hier wegmachen. Jetzt haben wir diese Triebwerke auch noch. Wissen wir auch nicht, ob das alles so reicht. Vielleicht können wir da, nur mal so eine Idee, da noch welche hinbauen. Hm. Hm.
würde ich da hinsetzen wollen dann. Wenn die weggesprengt sind, könnte man damit was basteln. Wäre eine Idee, oder? Aber dafür brauchen wir noch einen Tank mehr, glaube ich. Ach, wir haben ja jetzt den hier auch, ne, oder? Den hatten wir bis dato ja noch nicht. Der ist ja jetzt neu dazugekommen. Ich glaube, wir müssen die Rakete mal gerade neu bauen. Also. Das ist unser erstes Teil. Den machen wir dahin. Warte, irgendwas ist hier faul. Irgendwo ist so ein Teil schon da. Irgendwo ist er. Irgendwo schwebt er. Ach, da. Okay. Die Kappler. So. Den Fallschirm. Alles gut. Die beiden müssen auf jeden Fall getrennt sein. So. Zwei erreichen da. Cool. Ja, machen wir zwei hin. Und da machen wir eine Antenne dann. Weil es mir gefällt, ne? So, dann den dahin. Und da drunter. Beziehungsweise dran, ne? Die. Da testen wir den dann. Ich weiß nicht, wie gut der hält oder nicht. Keine Ahnung. Und hier brauchen wir, das ist noch eine Stufe zu hoch, fällt mir gerade so ein. Nur den dran machen. Da brauchen wir nur, dass wir nachher die letzten Bewegungen machen, ne? So. Da den dran und da drei Stück, ja, diesen dran. So, und da drunter kommt wieder das. Ich weiß noch nicht, ob das Teil hält. So, hier wollen wir jetzt mit diesen Testdingern ja auch los. Ich glaube, das ist passend. Und drei von den Solid Boostern hatten wir hier. Das war ein bisschen daneben. So passt's, oder? Ja, Nose Cone drauf. Jetzt ein bisschen aerodynamisch auch ist, obwohl das nicht sein müsste, weil die Aerodynamik da vielleicht durchkommt. So, noch ein bisschen tiefer. Sieht gut aus. So, die drei starten mit den dreien zusammen. Das ist okay. Der geht... Ah, stopp. Die sind direkt verbunden. Das ist verkehrt. So. So, die drei. Die drei starten aber da unten schon mit, weil sonst kriegen wir auch nicht die Points. Das passt.
Weiß auch nicht, ob die den Antrieb nach oben schaffen. Wie viel Schub haben die denn? Müssten wir mal nachgucken, dann wissen wir das, ne? 120, oh doch, die haben ja ordentlich Power. So, der, der und der. Ich glaube, der Ring muss doch dahin, ne? Ich glaube, der ist verkehrt da. Da muss noch so einer hin, mal vorsichtshalber, ha? Und der muss dahin. Glaube ich. Ja, morgen. Dass dem so ist. So, Höhe passt. Die drei und diese drei. Wenn die äußeren Booster leer sind, werden die abgesprengt. Passt. Hier passt aber noch was nicht. So, der ist da. Das passt. Wann schmeißt man denn die drei an, hm? Wenn der abgeht, gehen auch die drei an. Haben wir die jetzt alle? Sieht so aus. Der ist dann danach. Ist die Frage, ob der da durchfeuern könnte oder ob der kaputt geht. Ist jetzt eine gute Frage, ne? Müssen wir dann in dem Notfall noch umändern. Weiß aber nicht, ob wir das hinkriegen. So, sieht interessant aus, oder? Gut. Speichern. Ja, und dann denke ich mal, könnte sein, dass es passt. Aber ob das fliegt oder nicht, müssen wir dann in der nächsten Runde gucken, ne? Der Ingenieur sitzt da wieder drin. Nochmal speichern. Ja, und dann würde ich sagen, würde ich mich freuen, wenn ich von euch was höre, ob wir das so starten wollen, ausprobieren. Und ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.